Herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung unserer Reihe Inside NSU. Ich bin Juliane Caracayali und ich werde den heutigen Abend moderieren. In unserer Reihe laden wir internationale Gäste ein, aus ihrer Perspektive den NSU-Komplex zu kommentieren. Die Reihe haben wir konzipiert, weil die Diskussion über institutionellen Rassismus sowie die Beziehungen zwischen Geheimdiensten und neonazistischen Strukturen im NSU-Komplex bislang vorwiegend aus deutscher Perspektive geführt worden ist. Wir wollen den Blick etwas öffnen und laden darum Gäste ein, die außerhalb von Deutschland Erfahrungen mit vergleichbaren Fällen gemacht haben und uns damit die Möglichkeit geben, die Perspektive etwas zu erweitern. Unser erster Gast war Liz Fichetti vom Center for Race Relations in London, die vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen mit den Untersuchungen zum Mord an Stephen Lawrence einen Blick auf den NSU-Komplex warf. Und heute Abend freue ich mich sehr, Daniel Holder vom Committee on the Administration of Justice begrüßen zu dürfen. Zu den Inhalten seines Vortrags komme ich dann gleich noch. Am 18. März dann erwarten wir Hakan Bakircioglu aus Istanbul, der der Nebenklageanwalt der Familie Hrant Dink ist. Am 28. April dann erwarten wir hier Thanasis Kampayannis aus Athen. Er ist Anwalt in einem Verfahren gegen die faschistische Partei Goldene Morgenröte, das jetzt gerade demnächst beginnt. Und im Juni wird dann unsere Veranstaltungsreihe schließen mit einer Veranstaltung zu Ungarn, in der es darum gehen wird, um den Prozess gegen Neonazis, die mehrere Morde an Roma verübt haben. Die Reihe wird veranstaltet vom Republikanischen Anwaltsverein, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, NSU-Watch und Einzelpersonen. Für heute Abend bin ich sehr froh, Daniel Holder begrüßen zu dürfen. Welcome, Daniel. Daniel Holder ist Jurist und Soziologe, seit 2011 stellvertretender Direktor des Committee on the Administration of Justice in Belfast. Das ist eine NGO, die mit der Internationalen Liga für Menschenrechte verbunden ist. Bevor er dort anfing, hat Daniel im Policy-Team der Nordirischen Menschenrechtskommission gearbeitet. Und bevor er gestern Abend nach Berlin kam, hat Daniel einen Tag lang den NSU-Prozess in München besucht und ist auch sonst über die Entwicklung im NSU-Prozess auf dem Laufenden. Wir werden nachher auch nochmal von ihm hören, welchen Eindruck er eigentlich von dem Prozess gewonnen hat. Heute Abend wird Daniel über verdeckte Polizeiarbeit und Collusion im Nordirland-Konflikt sprechen. Collusion ist ein Begriff, um den es heute Abend intensiv gehen wird, den es im Deutschen auch eigentlich noch nicht wirklich gibt. Ganz grob bezeichnet er die Verstrickung von staatlichen Sicherheitsbehörden und im deutschen Fall Neonazis, im nordirischen Fall paramilitärischen Gruppen. Ein Thema des heutigen Abends wird sein, inwiefern sich dieses Konzept auf den NSU-Komplex sinnvoll beziehen lässt. Der Fokus von Daniels Vortrag wird darauf liegen, wie Sicherheitsbehörden in Nordirland inklusive der Polizei paramilitärische Gruppen mit Informanten infiltriert haben. Diese Informanten waren dann an schweren Verbrechen, auch Mord, beteiligt und dies wurde von den Sicherheitsbehörden zum Teil angeordnet, zum Teil ermöglicht, zum Teil toleriert. Daniel wird außerdem darüber sprechen, was seit dem Ende des Nordirland-Konflikts getan wurde, damit sich ein solches Agieren der Sicherheitsbehörden nicht wiederholt. Als zweiten Gast möchte ich ganz herzlich Dr. Peer Stolle aus der Berliner Anwaltskanzlei DKA begrüßen. Er ist Mitglied im Republikanischen Anwaltsverein und er ist Nebenklageanwalt im NSU-Prozess. Und zwar vertritt er einen Sohn, Mehmet Kubaschiks. Mehmet Kubaschik war das achte Mordopfer des NSU. Er wurde 2006 in Dortmund umgebracht. Peer ist seit 2013 als Anwalt am NSU-Prozess beteiligt,
verfügt also insofern über profunde Kenntnisse des Verfahrens. Und Per wird uns Details aus dem NSU-Prozess erzählen können und er wird auch Daniels Ausführungen kommentieren. Und die strukturellen Bedingungen in Nordirland, wie zum Beispiel die verdeckte Polizeiarbeit dort, mit den Bedingungen in Deutschland vergleichen. Und er wird uns somit beim transnationalen Wissenstransfer helfen. Okay, Daniel, it's your turn. Thank you very much. Thanks to Julianne and to Fritz and others for the invitation to speak here. Today, despite the difference in our situations and contexts from what I've learned since I've been here and looking at the NSU cases, there are still many parallels between the two contexts. My topic, as has been said, are around the lessons from the Northern Ireland conflict in relation to covert policing and covert policing in particular the use of informants, and this term and this concept of collusion, which has proved a very useful concept for us in the human rights movement to use to describe a whole range of different types of state behaviors that end up having the purpose or effect of helping or facilitating the crimes of paramilitary organizations. Whether that is done as a matter of government policy, whether it is done merely by individual police officers or military officials, and whether it is done intentionally or unintentionally. First part of my presentation will focus on the historical context of where we have come from. After that, I will talk in the second part about the human rights framework for running informants and covert policing. And in the final part, I will talk about what happened to us in the Northern Ireland context and what we did about it. So the historical background, Northern Ireland was created in 1921 when the whole island of Ireland, which had been colonized by Britain, was then divided in two. The south, most of Ireland, became an independent country, the future Republic of Ireland. Northern Ireland, however, remained in a political union with England within the United Kingdom. Northern Ireland is a divided society. It's an ethnic divide, although it's often characterized on the basis of religion. But it isn't really about religious belief, it's more about an ethnic division. Between two communities, the unionist community, who are mostly Protestant, unionist referring to wishing to maintain the union with Britain, who are the majority community, and the Catholic or Irish nationalist community, who are a minority, but a very large minority. What we have in the context of Ireland is a specific form of racism known as sectarianism. It's been recognized by both the UN and the Council of Europe Anti-Racism Committees as a form of racism in the Irish context. And this obviously is a dimension of the political context. From the years 1921 to 1972, there was an autonomous government that was run
exclusively by one unionist political party, and all of the institutions of the state were dominated by the unionist community, including the police. So effectively, you had a situation where one ethnic group policed another. After the outbreak of armed conflict, the government in London abolished the autonomous parliament and governed directly up until 1998, where after the ceasefires, there was a new peace agreement. Just to give you an idea of the protagonists in the armed conflict, in our view, there were three sets of protagonists. The first were Irish Republicans. The biggest group was the Irish Republican Army, the IRA. Their objective was for a reunification of Ireland and an end to British rule. They formally ceased to be involved in activities in 2007 and are represented by a political party called Sinn Féin. The second group of protagonists were what is called loyalist paramilitaries, loyal referring to loyal to the British Crown. These paramilitaries wanted to maintain the union with Britain. And these paramilitary groups, right, whilst officially on ceasefire, most notoriously at the moment, have been linked with a surge in racist attacks against new minorities and links to far-right groups. The third set of protagonists are the official security forces, the British Army, and the police force that was heavily militarized. We are a very small place. During the course of the conflict, there were over 3,700 deaths, countless thousands were injured, and around 40,000 were imprisoned. In terms of the most serious human rights violations, that means crimes the state was responsible for, there are issues around torture and extrajudicial killings. There was no officially declared war, so soldiers, police officers would only be able to shoot in self-defense when their life was under threat. And hardly any of the killings were in such circumstances. Most of the killings were circumstances where victims were unarmed and could have been arrested. But the big issue in terms of human rights violations that I will address more today is the level of which there was collusion between the security forces and loyalist paramilitaries. The state was officially responsible for only 10% of killings, and they say only, but that is quite a lot. But that figure is not true, because that figure does not include deaths involving collusion. And what I will talk through is collusion at different levels. Whilst sometimes we are told that collusion is a sort of subversive term that we have used, we have seen documents from the early 1970s where the British Army uses the term collusion. And they refer to incidents of whereby weapons, rifles, guns, etc., had gone missing from
army barracks and had presumably been passed to loyalist paramilitaries. These seem to be individual acts of soldiers and an informal form of collusion. What I will go on to talk about, though, is that during the 1980s, there was a much more formal, institutionalized, and policy-based system of collusion involving the use of informants within loyalist paramilitary groups. Just to give some more definition to this term, collusion, it's not a term found in international human rights instruments, but you can find it in the case law of the European Court of Human Rights. It refers to, yes, collaboration and cooperation and impunity for paramilitary or other unlawful groups. And it can indeed be a formal conspiracy. But in reality, anything that helps perpetrators commit the act or indeed evade justice for having committed the act constitutes collusion. I mention one case in which we acted as solicitors, Shanahan versus the UK, whereby a Republican political activist who'd received threats from the police was murdered by loyalist paramilitaries, and the loyalist paramilitaries had a security force file with photographs, maps, information, etc., that the government told the court must have fallen accidentally out of the back of a British Army Land Rover. The provision of information is therefore an element of collusion. The scandal of collusion meant there were a number of independent inquiries that were fought for, partly as part of the peace settlement. Those inquiries have attempted to define further the term collusion. And if you'll note, on the screen there I have the Stevens inquiries, some of the elements of collusion, which included the extremes of informants, agents being involved in murder, but also included the withholding of intelligence and evidence from detectives, and the willful failure to keep records, i.e. the destruction or concealment of records to cover up state action, was held to be an element of collusion. A second definition from Justice Corey, yes, involved collaborating and plotting and scheming, but also involved security forces turning a blind eye or excusing the actions, or failing to take action against known wrongdoing. This happened in a very politicized context. This happened in a context whereby sections of the community were very heavily demonized. Labels were attached to them, to whole communities as suspicious or as terrorists, etc., etc. And when you have a climate like that, things become very dangerous, because it's a climate whereby it risks toleration of the violation of human rights of particular people. Because in official and media discourses, they're not seen as full people with full rights as much as anyone else. Just to give one example before I move on, there have been different levels of collusion. One example was the McGurk's pub bar bombing,
which happened in the early 1970s, 15 people died in a pub due to a bomb. Immediately, the police put out news that what had happened was that the people within the pub, which was in a working class Irish nationalist area, were preparing a bomb, and the bomb had accidentally exploded and they'd killed themselves. Therefore, the victims were responsible for their own deaths. But that wasn't true. What in fact had happened was that loyalist paramilitaries had driven a bomb probably outside the pub, and the bomb had exploded and killed those people. And it transpires from records that independent investigations have uncovered that the police knew that. Or some police knew that. So why the lies? Possibly the most generous explanation for collusion is that simply there were stereotypes within the police, that they didn't investigate particular options because they didn't regard them as likely or important. Their immediate focus was that group of people was probably deviant, was probably subservient, was probably subversive, was probably in the IRA, and that was what was likely to have happened. And therefore, they didn't explore the option of a loyalist attack. That explanation, however, is very unlikely because it appears that there were potentially informants, agents involved, and there was a lot more state involvement in the attack that had been previously conceded. But the point I want to make is that either way, it is collusion. Because even in the first scenario, effectively, the perpetrators are allowed to evade justice because the police don't do their job. And even in that scenario, that is an incident of collusion. The state, of course, has tried in recent years, because this has become such an important concept, to narrow the scope of the concept so it only means an organized conspiracy. Just to finally give you, for this section, some examples of things that happened in the peace process. In 1998, we had the Good Friday Agreement, which involved a parliament where nationalists and unionists, Protestants and Catholics must share power. It involved prison releases, the destruction of paramilitary weapons. What it didn't involve was a truth commission or similar mechanism. It tried to draw a line under the past, to end the past. That was a problem for human rights groups. Because of course, if the state has acted outside of the law and has been involved in human rights violations, but there are some people within the state, and there are, who think that that was somehow justified, that that helped defeat the IRA, etc., which we reject. We think the state doing these things prolonged and fueled the conflict. Then they will do it again. Therefore, for us, it's essential there is accountability for what happened. Ourselves and others took cases to the European Court of Human Rights, and the European Court decided that you cannot draw a line under the past. You have to investigate things that have happened. And I'll talk about that a bit later. What we did get was institutional form of the police, even though it was very controversial within a divided society. We had a temporary special procedure whereby recruitment to the police had to be 50% Catholic, 50% Protestant to balance the numbers. There were very few women in the police service, but it was considered too controversial to do the same thing for gender. We had various other things
as mechanisms, but the one I'd like to draw attention to is the Independent Police Ombudsman's Office. And there is a picture of Nuala Alone, who was the first office holder, first police ombudsman. This is a very, very powerful institution. It's completely independent of the police. It's completely independent of government. It has the power to investigate complaints against the police, that the police may have acted unlawfully or acted not in accordance with policy. So misconduct of police officers. And this gives us a mechanism, a very important mechanism for accountability of the police today. That if there are allegations of collusion, if there are allegations that the police haven't investigated, if the police have shredded or destroyed documents, which is contrary to policy, then we can have an investigation and remedy through the Police Ombudsman's Office. There were other reforms to the area of covert policing, but others were not taken forward. But that, I'll end there, the first part. That's an overarching view of the process of reform. Das, was du gerade gesagt hast, Daniel, zu Collusion, also der illegalen Verstrickung, in deinem Fall bzw. im Fall von Nordirland von Paramilitärs mit bestimmten Polizeieinheiten, versuche ich jetzt mal zu übertragen auf das, was wir im Rahmen des NSU-Komplexes beobachten konnten, die illegale Verstrickung von Geheimdiensten und Neonazis. Natürlich in dem Bewusstsein, ohne das, was der NSU begangen hat, und nicht nur der NSU, sondern die Neonazi-Szene, nicht nur seit 89, sondern auch davor, irgendwie verharmlosen zu wollen, ist es natürlich eine andere Situation, von der du berichtet hast. In Nordirland ging es um einen Bürgerkrieg ganz anderer Intensität und wo auch, und ich glaube, das wurde jetzt auch in deinem Vortrag ziemlich deutlich, die Sicherheitsbehörden, in Anführungsstrichen Sicherheitsbehörden, die Armee, die RUC, natürlich eindeutige Partei auch war in diesem Bürgerkrieg. Das mal vorangestellt, ich werde jetzt hier nicht reden vorwiegend über die Arbeit von Polizeibehörden, sondern vom Verfassungsschutz, weil das ja auch der maßgebliche Akteur gewesen ist bei der Form der illegalen Verstrickung. Darauf will ich mich jetzt konzentrieren. Wenn wir uns das angucken, deine Definition, die du gebracht hast, Collusion als alles, was hilft, dass bestimmte Leute Verbrechen begehen können und sie der Strafverfolgung zu entziehen, wenn wir das übertragen, vielleicht nicht so eng fassen, nicht nur darauf beziehen, auf Verbrechen zu begehen, sondern Neonazi-Strukturen aufzubauen. Dann haben wir hier vor allen Dingen in dem V-Leute-System der Verfassungsschutzbehörden der Länder und des Bundes viele Parallelen, die vergleichbar sind mit dem, was du gerade so als Aspekte und Effekte der Collusion bezeichnet hast. Dabei haben wir auch vorwiegend eine informelle Zusammenarbeit, die wir beobachten könnten, vielleicht auch gar nicht unbedingt eine willentliche oder bewusste im Sinne eines größeren politischen Zieles, was dahinter steht, sondern eins, was mehr auch aus der Besonderheit der Arbeit von V-Leuten in Neonazi-Strukturen entsteht. Der Verfassungsschutz hat er vorwiegend das Interesse, Informationen zu bekommen. Informationen über die Neonazi-Strukturen, über Pläne, die dort stattfinden, über Personen, Zusammenarbeit, illegale Konzerte, Treffen, Zeitungen etc.
um diese Informationen zu bekommen und in der Annahme, dadurch die Neonazi-Szene kontrollieren zu können, bedienen sie sich V-Leute, also Leute aus dieser Szene, die gegen Bezahlung und nicht nur gegen Bezahlung, dazu komme ich gleich, diese Informationen liefern. Diese Zusammenarbeit hat die Besonderheit, dass sie natürlich ein Eigenleben führt, eine eigene Entwicklung führt, weil einerseits ein Interesse besteht, qualitativ hochwertige Informationen zu bekommen. Das heißt, der Verfassungsschutz oder die Geheimdienste haben nicht nur Interesse, Informationen, wer ist in der Skinhead-Gang so und so mit drinne, sondern natürlich auch wissen wollen, wie sieht es mit überregionaler Zusammenarbeit aus, welche größeren Gruppen sollen vielleicht gegründet werden, wer ist verantwortlich für welches Fansign, wer ist verantwortlich für das Herausbringen von bestimmten CDs, wer hat welche Rolle in welchen Neonazi-Organisationen. Dazu reicht es natürlich nicht, um da qualitativ hochwertige Informationen zu bekommen, Leute nur zu rekrutieren, die sozusagen Fußvolk sind. Auf der anderen Seite, wenn man sich die V-Leute anguckt, haben die natürlich, wenn sie nicht sowieso offiziell zusammenarbeiten, diese Fälle gibt es ja auch, also Leute, die angesprochen werden, die in die Zusammenarbeit einwilligen, die sich vorher bei ihren Verantwortlichen in der Neonazi-Organisation das Okay einholen, also die Zusammenarbeit auch relativ offen führen. Natürlich auch das Interesse einerseits, nur bestimmte Informationen weiterzugeben und andererseits dadurch auch einen gewissen Schutz für die Organisation zu bekommen, weil das haben wir auch gesehen im gesamten NSU-Komplex, dort, wo viele V-Leute waren, wo der Verfassungsschutz am meisten wusste von dieser Organisation, konnten die auch in Ruhe gedeihen und immer größer werden. Wenn wir mal angucken, du hast ja schon so einige Aspekte und Effekte von dieser illegalen Verstrickung, von dieser Collusion aufgezeigt. Ich will mal ein paar, die ähnlich sind für das NSU, für den NSU-Komplex, nochmal aufführen, und zwar nicht nur für jetzt den NSU im kleineren Sinne, sondern für die Neonazi-Szene, die oder aus der NSU entstanden ist, beziehungsweise die als Unterstützerszene, als Netzwerk angesehen werden kann, darlegen. Wir haben einerseits den Effekt, dass die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz über V-Leute zu einem Aufbau oder zu einer Hilfe beim Aufbau der Strukturen geführt hat. Es wurden ziemlich hohe Honorare bezahlt. Ein paar Beispiele, allseits bekannt, Tino Brandt soll 200.000 D-Mark bekommen haben, Thomas Dienel von der Deutschen Partei 25.000 D-Mark, Kai-Uwe Trinkaus von der NPD Thüringen 15.000 Euro und Dalek GDNF 150.000 Euro. Es wurden bestimmten Neonazis auch geholfen, beispielsweise aus dem Gefängnis rauszukommen, Stichwort Carsten Schepanski, wobei der Verfassungsschutz ihnen geholfen hat, dass die Strafe, die er absetzen musste wegen versuchten Mordes, zur Bewährung ausgesetzt worden ist, sie ihm dabei geholfen haben, eine Stelle zu bekommen, um halt auf Bewährung rauszubekommen. Es wurden Handys bezahlt, es wurden Autos bezahlt, es wurde Computertechnik für das Thule-Netz zur Verfügung gestellt, es wurden Kredite verschafft und teilweise wissen wir es jetzt aber auch nicht, war dem Verfassungsschutz auch klar, dass dieses Geld, was dort bezahlt worden ist, in den Aufbau der Neonazi-Strukturen, die überwacht und kontrolliert werden sollen, geflossen ist. Wir können infolgedessen auch beobachten, dass die Aktivitäten dieser Neonazis und ihrer Organisation einen staatlichen Schutz genossen haben und in diesen Schatten es auch eine Zunahme von Aktivitäten gekommen ist. Beispielsweise, klassisches Beispiel, Tino Brandt und der Thüringer Heimatschutz, der gleich am Anfang zur Gründung der Antifa Ostthüringen, woraus dann später der Thüringer Heimatschutz entstanden ist, angeheuert worden ist, V-Mann geworden ist und dann sich zu einer der Führungsfiguren des Thüringer Heimatschutzes entwickelt hat. Das Gleiche sehen wir auch bei Kai-Uwe Trinkaus, Vorsitzender des Kreisverbandes NPD, wurde 2007
V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes. Man konnte danach feststellen, ein sprunghafter Anstieg der Aktivitäten in diesem Kreisverband. Man kann das sehen bei Carsten Schepanski, der mit Hilfe des Verfassungsschutzes das Skinsign United Skins herausbringen konnte, dass das Sprachrohr der militanten Neonazi-Szene geworden ist, bevor es immer veröffentlicht worden ist, von Verfassungsschutz Korrektur gelesen worden ist. Er hat danach die Nationalrevolution mit aufgebaut, Anschläge geplant und war an Waffenbeschaffung mit beteiligt, alles mit Wissen und unter Aufsicht des Verfassungsschutzes, Tätigkeiten, die er vorher in dieser Form nicht entwickelt hat. Toni Stadler, zentrale Person im Rechtsrockgeschäft, der selber, als er dann mal ein Strafverfahren hatte, gesagt hat, er hätte seine Geschäfte im Blatt in Anna Umfeld und bei der Finanzierung und dem Vertrieb von Rechtsrock-CDs nie so in diesem Umfang ausführen können, hätte er nicht gewusst, er hat die Rückendeckung von Brandenburger Verfassungsschutz. Wir können gleichzeitig beobachten, nicht nur eine Zunahmeaktivitäten, sondern auch eine Radikalisierung. Auch dort gibt es verschiedene Beispiele, ein paar habe ich schon genannt, Tino Brandt, Kai Dalek, Michael See, der das Sonnenbanner rausgebracht hat, ein Sprachrohr oder Kampfblatt der Nationalen Sozialisten, wo auch drin veröffentlicht worden ist, eine Blaupause für den Aufbau von Zellen, wie sie später der NSU gewesen ist. Wir haben aber auch beispielsweise Udo Holtmann von NPD in Nordrhein-Westfalen, der offen die Zusammenarbeit geführt hat mit dem Verfassungsschutz, seinen Chefs Bescheid gesagt hat, das allgemein abgesegnet worden ist und dadurch auch der Landesverband weitgehend von Strafverfolgung, Ermittlungen in Ruhe gelassen worden ist. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Was wir auch viel beobachten konnten, ist der Schutz vor Strafverfolgung bzw. eine gewisse Form von Straflosigkeit. Auch hier wieder, weil er natürlich auch eine besondere Rolle bei der Entstehung des NSU gespielt hat, Tino Brandt, mehr als 30 Ermittlungsverfahren wurden ihm geführt, keines kam zum Abschluss, alle Verfahren wurden eingestellt, er hat selber berichtet, er wurde öfter von seinem V-Mann-Führer gewarnt vor Strafverfolgung, wenn mal wieder eine Hausdurchsuchung anstand, hatte er die Möglichkeit, Computer auszutauschen und wichtige Sachen wegzuschaffen. Diese Aspekte dieser Collusion waren so anscheinend so verbreitet schon in den 90er Jahren, dass selbst das Bundeskriminalamt mal in einem internen Papier davor gewarnt hat, dass die V-Leute des Verfassungsschutzes systematisch Strafverfolgung vereiteln, weil nicht nur die Thüringer Polizeibehörden, sondern auch andere Polizeibehörden die Erfahrung machen mussten, dass wenn sie zu einer groß angelegten Aktion oder wenn die groß angelegte Aktion geplant haben gegen die Neonazi-Szene, eine Vielzahl der davon Betroffenen oder Verdächtigen vorher Beweismaterial weggeschafft haben und deswegen diese Strafverfolgung ins Leere lief. Das Gleiche haben wir auch bei Kai-Uwe Trinkaus, der schon erwähnt worden ist. Auch dort wurden eine Vielzahl von Verfahren geführt, auch die wurden alle eingestellt. Toni Stadler wurde vor Hausdurchsuchungen gewarnt. Kai Dalek von der GDNF, der mitverantwortlich war, das Anti-Antifa-Papier Einblick herauszubringen, was Anfang der 90er Jahre eine Zusammenstellung war von einer Vielzahl von Daten über politische Gegner, die dafür verantwortlich gewesen sind, dieses Papier herauszubringen, gegen die wurde Strafverfahren geführt. Das Einzige, wo es eingestellt wurde, ist, war das Verfahren gegen ihn. Was wir auch haben und was vor allen Dingen jetzt auch im Prozess immer wieder thematisiert werden muss und auch ein ganz wesentliches Element dieses Prozesses ist, beziehungsweise nicht nur dieses NSU-Verfahrens, sondern der gesamten Aufarbeitung, ist das gezielte Streuen von Falschinformationen beziehungsweise das Zurückhalten von Informationen, wenn nicht sogar die Vernichtung von Informationen. Wenn es dann mal zu Strafverfahren kommt oder zu Untersuchungen, beispielsweise durch den Untersuchungsausschuss, macht der Geheimdienst immer das, was er am besten kann, nämlich
Informationen geheim halten, Informationen zurückhalten bzw. Informationen fälschen. Ich will jetzt nicht alle Fälle aufzählen. Sie sind sattsam bekannt. Die Aktenvernichtung, die stattgefunden hat nach dem 4. November 2011, also nach der Selbstenttarnung des NSU, vorwiegend im Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch nicht nur dort, in den sächsischen Behörden, in den Berliner Behörden und in anderen Behörden. Es wurden eine Vielzahl von Akten über V-Leute, über Forschungs-Werbungsvorhaben vernichtet. Es wurden Quellenerkenntnisse nicht dokumentiert. Das betrifft aber nicht nur den Komplex NSU, sondern auch in anderen Verfahren ist das aufgetaucht, beispielsweise bei Marcel Degner, V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes und Blattin Anna, Sektionsleiter in Thüringen. Auch dort wurden alle Akten oder sind alle Akten mit den Treffberichten verschwunden. Und wir haben eine bestimmte Form der Deckung auch der V-Leute. Wir hatten ja in den letzten Monaten eine Vielzahl von V-Leuten, aber auch offiziellen Verfassungsschutzmitarbeitern in dem Verfahren gehört. Die Zusammenarbeit, die dort stattgefunden hat, alles betraf immer enttarnte V-Leute natürlich, wurde natürlich von den Verfassungsschutzmitarbeitern in ein Licht dargestellt, die jede Form von Collusion ausschließen sollte. Es wurde immer wieder betont, dass sich alles in den normalen rechtlichen Rahmen oder normalen rechtlichen Rahmen vonstatten gegangen ist. Es wurde aber auch Verfassungsschutzmitarbeiter, Stichwort zum Beispiel Temme, diesen Fall kennt ihr alles, Andreas Temme, der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, der bei dem Mord an Khalid Yozgat in Kassel mit dabei gewesen ist, der mal Beschuldigter gewesen ist in einem Strafverfahren wegen des Mordes an Khalid Yozgat. Der eine Story dargelegt hat, die ich jetzt nicht wiederholen will, die, glaube ich, auch den meisten oder wenn nicht sogar allen hier bekannt ist, die überhaupt nicht stimmen kann. Der in Gesprächen, beziehungsweise es gibt Telefonmitschnitte, es gibt Gesprächsprotokolle, dass so, wie er es dargestellt hat, es nicht gewesen sein kann. Er wurde mehrmals vernommen, auch im NSU-Verfahren. Seine Vorgesetzten, seine weiteren Mitarbeiter, die ebenfalls als Zeugen vernommen haben, haben alles getan, um ihn zu decken. Man hat es auch gemerkt, als er dann zum Schluss kam und nochmal vernommen werden sollte, wie sicher er sich gefühlt hat, weil er wusste, bei seinen Lügen, egal welche Lügen es jetzt genau gewesen sind und was jetzt der Wahrheit entsprach, er hat die Rückendeckung des Verfassungsschutzes bekommen. Und diese Rückendeckung zielt auf jeden Fall davon ab, seine eigene Verstrickung, sein eigenes Wissen, was ein anderes ist als das, was er uns gesagt hat, zu decken und ihn deswegen einerseits vor Strafverfolgung zu schützen, andererseits aber auch vor disziplinarrechtlichen Maßnahmen. Wir haben aber auch eine Form des kollusiven Zusammenwirkens beobachten können, was sich gegen den politischen Gegner gerichtet hat. Also eine gezielte Weitergabe von Informationen über den politischen Gegner durch den Verfassungsschutz. Es sind bei V-Männern Listen von Antifaschisten vom Verfassungsschutz aufgetaucht, die nur von den Strafverfolgungsbehörden bzw. Verfassungsschutzbehörden gekommen sein könnten, die dieser dann auf seiner Homepage veröffentlicht hat. Es wurden Antifa-Materialien weitergegeben an V-Leute durch den Verfassungsschutz. Es wurde auch wissentlich und vielleicht auch willentlich die Anti-Antifa unter den Augen, also die Anti-Antifa in den Anfängen der 1990er Jahre mit aufgebaut, mithilfe des Verfassungsschutzes,
durch V-Leute diese Zusammenstellung von Informationen über Antifaschistinnen und Antifaschisten, die ja auch in verschiedenen Fällen dann tatsächlich auch zu Anschlägen geführt haben. Diese Beispiele, die vergleichbar sind mit diesen Beispielen, die du auch gebracht hast, das die Sachen, die wir hier beobachten können in dem gesamten NSU-Komplex und vor allen Dingen auch, die uns tagtäglich in den NSU-Verfahren auf die Füße fallen. Diese Vorstellung in den Geheimdiensten, wir wollen Informationen bekommen, wir denken darüber, über diese Informationen, die wir bekommen können, können wir die Nazi-Szene kontrollieren. Sie gleichzeitig dadurch schützen vor Strafverfolgung, sie gleichzeitig mit aufbauen, ihre Strukturen zu verbessern, sie vor staatlicher Strafverfolgung schützen. All das kann man als kollusives Zusammenwirken, als Form von illegaler Verstrickung ansehen. Und ich glaube, dass das ein maßgeblicher Punkt ist, der auf diesem V-Leute-System beruht. Etwas, was sich bedingt, wenn man in dieser Form V-Leute in rechtsextremen Organisationen aufbaut. Die Grenze, wo dann tatsächlich mal gegengeschlagen wird, ist, so zumindest Beispiele aus der Vergangenheit, wenn sich dann diese Aktionen, die aus der Neonazi-Szene bzw. rechtsterroristischen Szene begangen werden, sich dann tatsächlich gegen den Staat richten. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen, wenn der Verfassungsschutz beispielsweise eher in migrantischen politischen Gruppen aktiv ist, beziehungsweise in linken, linksradikalen Gruppierungen, dass dort mit Informationen ganz anders umgegangen wird, wenn dort Informationen vorliegen, Informationen über Straftaten, über bestimmte Entwicklungen, werden die an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben, wird auch eingegriffen. Der Grund dafür ist wahrscheinlich daran zu sehen, dass sich diese Aktionen eher als staatsgefährdend angesehen werden, als das, was aus der Neonazi-Szene begangen wird. Thank you. I'm going to do the second part of my presentation now, which will be the final part. I'll put everything together. Don't all look at once, but I can see lots of police outside. Several years ago, we wrote a report entitled "The Police You Don't See." And this referred to the use of undercover units, of which quite often very little is known about, and the agents and informants which they run. But the point is, all of these groups are supposed to be bound by the law. And by the law, we must include the overarching laws, that is the human rights framework, and above all, the European Convention on human rights. But what we have found is that when we go to look into international human rights standards, there's not necessarily one blueprint or one specific instrument that deals with the key issues around informants. The issues around informants are really quite straightforward. All police services, security services, use informants. That is the way it always has been, and that's the way it always will likely be. The ethical, moral, and human rights question is around, what are those informants permitted to do? What are the restrictions
on their behavior when they effectively are working as agents of the state. And specifically, when does a state permit or tolerate informants to be involved in what would otherwise be considered crimes? Whilst we can't find a framework that deals with all of these issues in international law, we think there are growing elements of the European Convention on Human Rights which help us. Under Article 6 of the European Convention, which refers to right to a fair trial, we think there's fairly established case law that states cannot allow informants to act as agent provocateurs. That means they can't create crimes that otherwise would not have committed and then implicate others in them. They can't stimulate the actions of groups. That would be unlawful. Perhaps the most important article to us, however, has been the Article 2, the right to life. There are three main elements to the duties on a state under Article 2, the right to life. Duty number one is that the state is not allowed to take lives. The state is not allowed to kill anyone within its jurisdiction, except within the confines of extreme circumstances of legitimate self-defense. So the state is not allowed to kill, and there is nothing in the human rights framework that says the state can tolerate, facilitate, or direct informants to simply kill on its behalf. The second duty, and the case law here is from a case called Osman versus the UK, is there are duties on the state to protect all lives. The state is obliged to take reasonable steps to protect all lives within its jurisdiction without discrimination. One of the practical implications of that is if it has threat warnings, if it knows that a group is going to carry out an attack, it is supposed to stop them. And the third duty, which is very important, is there is a duty to effectively investigate killings, effectively and independently investigate them from those who may be involved in the killings. Again, there is nothing in human rights law that says the police can just not investigate because an agent of the state was involved, an informant was involved. The duty to investigate remains. What we have done within our framework and within our report is contrasted two different approaches that a state can have in running informants. The first approach is the law enforcement approach, which is what states are supposed to do. They're supposed to use informants to gather all available evidence for justice, to prevent crimes, to arrest perpetrators, and to provide remedies for victims in all circumstances. The second type of approach is what we've termed a counterinsurgency approach, which is very much in the context of conflict, but equally could be could exist in a situation without conflict whereby the state tries to manage the activities of outlawed groups towards a political goal, which involves a certain amount of collusion with their activities. To give you some examples of case law, the independence requirements are set out in the Northern Ireland cases, which are known as the McCurr group of cases, or cases concerning the actions of security forces in Northern Ireland, and the key case also of Jordan versus the UK.
In these cases, a procedural violation of Article 2, the right to life, was found, because the state had failed to investigate killings that involved the state itself. Some of the more recent jurisprudence also talks about the right to truth. The right for victims and societies to know the truth in the context in which a death occurred. And I think that's quite important for the NSU cases, in the same way it's very important for a very high-profile Northern Ireland case, Finucane versus the UK. Pat Finucane, who was pictured there, was a human rights lawyer who was murdered in 1989. Now, some might argue at this stage that the person who pulled the trigger of the gun that killed him was put on trial and convicted, and the person who gave him the gun, etc., was also going to be put on trial and may have divulged interesting information about the system had he himself not been killed before the trial. So in some senses, there would be an argument, well, there has been a remedy because the person who pulled the trigger has been brought to justice. But the problem is the people who pulled the strings have not been brought to justice. There is good reason to believe that Pat Finucane was not the victim of an individual loyalist killing, but was in fact the victim of a state policy and practice that allowed loyalist paramilitaries to kill with impunity people who were seen as a thorn in the side of the security forces. With a view to strengthening loyalist paramilitarism and also to weakening Republican groups. So what we want to put on trial is really the institution that developed a policy and practice framework where informants, and both of these men were police informants, were allowed to participate or were facilitated in participating in killings. Just to contrast our two approaches and the duties under Article 2, the duty to take all steps to protect lives in the law enforcement approach would be absolute. Everyone who is in danger would be informed. Under a counterinsurgency approach, some people would be informed and some people would not. The state would regard having the informant, having the source of information, as more important than protecting particular lives. Under the second limb, the duty not to take lives, you'd have a framework whereby the involvement of an informant in any form of serious crime would be absolutely prohibited. Under a counterinsurgency approach, informants would be permitted, facilitated, or even directed to be involved in killings or other crimes. Under the duty to investigate, you'd expect independent investigations to enforce the law in all cases. And under a counterinsurgency approach, you'd expect certain people to be above the law, that agents of the state are not put on trial, that they're granted effective impunity. We think we've come to a formulation to stop this type of practice. Just three elements I will give you. One is that you have very strict rules, that there's law and policy that set very strict boundaries to regulate informant conduct,
that informants aren't to be allowed to be involved in crimes that would constitute human rights violations. Number two, to prove that is happening, you'd need a very strict process whereby there are paper records of everything that happens, that all activity is recorded. And finally, what you'd need is a robust complaints and oversight body that can examine all that paper, that can interview people, and can ensure that those rules are being enforced. So which approach was taken in Northern Ireland during the 1980s? Well, a secret report that's never been published, but extracts of it were leaked to the newspapers. It was a report by the security services that provided the framework for informant handling by the police in the 1980s, directed that all records should be destroyed after operations, and that the special branch who ran the informants should conceal information from detectives in other parts of the police. A declassified document from a meeting between the police and the British Government Ministry for Northern Ireland in 1987 says that the modus operandi was to place and use informants in the middle ranks of terrorist groups, which means they'd have to become involved in terrorist activity and operate with a degree of immunity from prosecution. Some of these things were scandals. Pat Finucane was a big scandal. There had to be independent police inquiries, including the inquiries by John Stevens, an English police officer who was brought in. Perhaps government were hoping that he would do a very gentle report that didn't uncover what was happening. But I don't think he did. I don't know for sure because no one's ever seen this report. It's never been published. A summary of it has, and the summary of it is fairly damning. As part of the peace settlement, it was agreed there'd be a number of inquiries by an independent judge into big cases of collusion, which have also, an independent international judge, which have also uncovered significant information. The police ombudsman, who I mentioned earlier on, has also investigated this area. And we also have a review by a government-appointed lawyer into the killing of Pat Finucane, but not an inquiry. So what did they find? Let's start to the duty to protect all lives. Stevens found that informants and agents were allowed to operate without effective control and participate in terrorist crimes. He also asked the question, were nationalists and unionists protected in equal measure? And he concluded, quite simply, no, they were not. That quite often people from the nationalist community were targeted for murder, but were not properly warned or protected. De Silva concludes that steps were often being the word, not taken to protect persons considered, in the words of an intelligent document, to be a thorn in the side of the security forces. So there was selective protection. Not all lives were equal. Justice Corrie concluded that it was a practice within the police and the army that they simply weren't bound by the law, that they were over and beyond its reach.
And another inquiry concluded that there was a practice or culture whereby records were not kept and that allowed officers to later have amnesia and not recall events. I won't go into detail here, but there's a very interesting narrative that when the independent investigations began to start, we think it's possible the police began to panic, that the types of actions were going to be discovered, and understandably, they did not want to be blamed for it because they were allowed to do this as a matter of government policy. Therefore, there are repeated documents which have now been declassified whereby the police ask for this policy of collusion to be written in an official written policy document. Government were not very keen to do this. For some reason, nobody wanted to be the Minister for Murder. They preferred a system whereby, in the words of one senior police officer at the end, they were to carry on what you're doing, but don't tell us the details. So we had an independent commission to reform the police as part of the peace settlement. Which led to the implementation of the police ombudsman model. There was meant to be a separate commissioner specifically to oversee covert law enforcement, including informants. That was never happened. The police were meant to introduce ethical and legal rules on the conduct of informants. That did happen, but they were never published, so we don't know what's in them. And the special branch unit of the police was to be downsized and integrated within the rest of the police rather than separate from it. There was also legislation that dealt with the contracting of informants, but that didn't deal with what they're allowed to do when they are informants. The police ombudsman, well after the peace settlement and peace agreement, launched an investigation into covert policing and found they were still at it. Among the findings of her reports were failures to arrest informants to crimes which they had already confessed to. On other occasions, informants suspected of murder were arrested, but subjected to lengthy false interviews and then released without charge, and either records were not kept or were falsified. And she concluded this wasn't an isolated practice, but was in fact a systemic practice. This was a big scandal. This was supposed to have stopped. So the police were then forced to institute a major review and had to cancel the contracts of a quarter of all informants, half because they were too deeply involved in criminal activity. It also established a policy that whenever an informant was involved in a crime, a very senior police officer would have to sign an authorization form allowing them to be involved in that crime, and rules were introduced to stop them from being involved in particular crimes. We don't know what the rules are, but we have been assured that they include murder. In the list of crimes that will never be authorized. Now, this is my final slide. To some extent, we think, in the human rights movement, this was a very significant victory.
We think the police won't be able to do this again if a conflict type situation arounds. In terms of our elements for the police, we have fairly strict rules that should prevent this type of activity. We have an independent police ombudsman's office that's very powerful, that can investigate the police. And we have some oversight structures. So at that point, we could have sat back for once as a human rights group and talked about this as a great success story, at least for the future. And to an extent, it is. But what did the government do next? In 2007, they decided to change the policy and procedures so that the running of informants within paramilitary organizations would no longer be led by the police. Instead, it would be led by the security service MI5. And we have absolutely no idea what rules, if any, they operate under, and whether they operate within the law, whether they use a law enforcement approach or a counterinsurgency approach. Government will say that they do have an accountability mechanism. There is a complaints mechanism. It's a court. It meets in secret. You complain to it, you're the applicant, but you're not allowed to be there. Your solicitor's not allowed to be there. It makes its decisions in secret. And as far as we know, it has never upheld not one single complaint against the security service. So that's not like our independent police ombudsman. It's not a mechanism in which we would have confidence. So to us, there are a number of key issues here. First of all, you need accountability for what has happened in the past, and the recent past, whether it's in our context or whether it's in the context of the NSU cases. If a light is not shone on the system can continue and these types of things can recur. Secondly, we think that there is a human rights framework that can be applied to prevent these types of things from happening. It's not impossible, but it's extremely difficult to get it implemented, as our experience has shown. Thank you. Ich soll jetzt eigentlich noch was zu der Situation in der BRD erzählen, wie das ist so mit diesen V-Leuten bzw. verdeckten Ermittlern. Aufgrund der leicht fortgeschrittenen Zeit, ist kurz vor neun, halte ich mich kurz. Es ist natürlich so, dass natürlich auch die deutschen Behörden, vor allem auch die Sicherheitsbehörden, grundsätzlich an Recht und Gesetz gebunden sind. Dazu gehört natürlich auch die Europäische Menschenrechtskommission und damit natürlich auch Artikel 2 und Artikel 6 EMRK, das Recht auf effektive Strafverfolgung und Schutz des Lebens und das Recht auf ein faires Verfahren. Das steht natürlich auch jedem deutschen Staatsbürger und Staatsbürgerin zu. Du hast gesagt, man muss polizeiliche Arbeit oder die Arbeit von Sicherheitsbehörden in einen Menschenrechtsrahmen oder sozusagen in einen Menschenrechtsrahmen verpassen. Sie darin sehen, das ist natürlich richtig und du hast auch gesagt, es ist extrem schwierig und natürlich
vor allen Dingen bei verdeckter Polizeiarbeit und nicht nur bei verdeckter Polizeiarbeit, sondern auch bei Geheimdienstarbeit ist natürlich vorwiegend das Problem, dass wir viel zu wenig wissen, dass es schwierig ist, überhaupt an Informationen heranzukommen. Und die Regeln, die es dazu gibt, entweder nicht bekannt sind, beziehungsweise nicht durchgesetzt werden. Wir haben in Deutschland haben wir natürlich Regelungen für den Einsatz von V-Leuten. Es gibt auch so einen Leitfaden für den Einsatz von V-Leuten für die Verfassungsschutzbehörden, der aber nicht öffentlich ist. Was man aber weiß, ist, die Aufgabe oder das Ziel des Einsatzes von V-Leuten soll nicht die gesetzliche Aufgabe des Verfassungsschutzes in sein Gegenteil verkehren. Es sollen keine V-Leute am Aufbau extremistischer Organisationen beteiligt werden. Illegale Kader in Betrieben ist halt noch so ein bisschen eine alte Regelung. Und bei der Gründung und Leitung von links- und rechtsextremistischen Terroristengruppen beteiligt sein. Eine Regelung, die eigentlich relativ eindeutig ist, wie wir wissen, aber nicht umgesetzt bzw. eingehalten wird. Auch im Bereich der Polizei oder bleiben wir noch mal beim Verfassungsschutz. Ansonsten gibt es dazu eigentlich keine weiteren offensichtlichen Regelungen. Was kontrolliert wird, allerdings durch eine parlamentarische Kontrollkommission nur, sind Eingriffe in das Postgeheimnis und das Telekommunikationsgeheimnis. Aber nicht der Einsatz von V-Leuten. Das entscheidet die Verfassungsschutzbehörde selbst, ohne Kontrolle. Es ist natürlich aber grundsätzlich justiziabel. Das heißt, Leute, die, wenn es dann bekannt wird, von V-Leuten ausgespäht werden, können das natürlich auch auf dem normalen Rechtsweg dann noch irgendwie die Rechtmäßigkeit überprüfen. Eine Kontrollinstanz, wie du sie jetzt beispielsweise vorgebracht hast, für diesen Einsatz von V-Leuten, sowohl bei der Polizei wie halt auch beim Verfassungsschutz, gibt es nicht. Es gibt eine Regelung für den Einsatz von V-Leuten und verdeckten Ermittlern, auch eine gesetzliche Regelung bzw. auch gemeinsamer Runderlass in Bezug auf polizeiliche Arbeit. Auch dort ist relativ klar geregelt, keine Verstrickung in kriminelle Aktivitäten. Sie dürfen keine Straftaten begehen. Sie sind auch selber nicht von Strafverfolgung befreit. Wie wir alle wissen, steht das auch nur auf dem Papier. Verdeckte Ermittler bzw. V-Leute, sowohl der Polizei als auch des Verfassungsschutzes, sind an strafbaren, an illegalen Aktivitäten beteiligt. Die Folge davon ist nicht, dass diese Informationen, die sie dann liefern, nicht verwertbar sind. Die Folge ist lediglich, dass die Strafverfahren, wenn sie dann mal eingeleitet werden, gegen diese V-Leute in der Regel folgenlos eingestellt werden. Es gab jetzt eine größere Diskussion darüber, auch über den Einsatz von V-Leuten. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Bundestages hatte auch einige relativ ungenaue Vorschläge gemacht. Es soll halt stärker geregelt werden. Die V-Leute dürfen keine Straftaten begehen. Es muss klare Vorschriften geben, um dieses V-Leute-Unwesen stärker einzudämmen. Bisher wurde davon nichts umgesetzt. Ganz im Gegenteil, es finden sogar Diskussionen statt, dass man natürlich sogenannte szenetypischen Straftaten V-Leuten erlauben muss. Ansonsten macht ja dieses System keinen Sinn. So die Argumentation. Thüringen geht da ein bisschen einen anderen Weg. Thüringen hat schon ein neues Gesetz, wo das V-Leute oder das Anwerben von V-Leuten strikter geregelt ist als bisher. Wie gesagt, bisher gibt es keine eindeutige gesetzliche Regelung und nach dem neuen Koalitionsvertrag soll das V-Leute-System ganz in Thüringen abgeschafft werden. Das heißt, es sollen überhaupt keine V-Leute mehr angeworben werden bzw. eingesetzt werden. Damit will ich jetzt mal kurz beenden, weil vielleicht diese Diskussion, was von dem, was jetzt Daniel auch vorgeschlagen hat, in Deutschland umsetzbar ist, was wünschenswert wäre, was man eigentlich mit diesen Erfahrungen aus dem NSU-Komplex
was wir jetzt damit anfangen, wie wir damit politisch umgehen, welche Strategien wir uns überlegen, das vielleicht dann eher auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit der Diskussion überlassen. Danke. Ja, vielen Dank an euch beide, Daniel und Pia. Ich eröffne dann hiermit für Fragen. Thank you very much for these dense and informative presentations. I have a question to Daniel for the concept of collusion, because in Turkey we have a similar concept called the literary translation of the state, which functions like state, but it's not official, and it's it has connections with the secret services, and they're involved in crimes. And usually it was also assumed and discussed publicly that the murder of Armenian journalist Hrant Dink, I mean, hidden there that this deep state was. But in your, I think it would be in your definition a type of collusion, but in your sense, it seems to me that it's a very broad sense of collusion. For instance, does your concept replace the state crimes against its subjects? Because you say the crime of a police, for instance, like in the Ferguson case, is this a collusion? Or a woman who goes to the police says, I am under threat, I need protection, and she doesn't receive the protection and being murdered. Is this also collusion? And if so, the second question would follow. Are there states that do not function with collusion? Those second examples don't fit within our definition of collusion. Collusion, of course, does involve state crime, but it's state crime by proxy. It's when the state uses someone else to perpetrate human rights violations or crimes. So it's when there is another group, a paramilitary group or a fascist group or whatever, that is involved through informants in committing crimes, and then the state, for example, doesn't investigate those crimes because an agent of the state was involved. So it wouldn't include other crimes by states, like, for example, the use of killings and police killings, police shootings, that are then not investigated. That's not collusion, it's still a human rights violation. It would only be collusion if it was a killing in which an informant was involved. And then it's not properly investigated because of that. Yeah, so collusion doesn't refer to every form of state crime in that type of context, every failure to investigate, but only when an agent of the state who isn't a police officer or soldier, rather is a member of an independent group. And sometimes we use the word state crime by proxy. Because effectively, and it's not just, there are examples of this on a much larger scale than our own conflict. I mean, take Colombia, for example, when I think officially 2% of the killings are done by the army and the police, but something like 80% are done by state paramilitary groups. It's effectively the state conducting killings through a third party, rather than directly using its agents, because it's not politically possible to do that. Does that answer the question? Is that some state crime in Germany? Wie kommt der Verfassungsschutz dazu, how does the Secret Service come? How does the Secret Service come to the information about Um,
Das ist ja das, was ich versucht habe, am Anfang nochmal deutlich zu machen, dass so eine Form von illegaler Zusammenarbeit, illegaler Verstrickung natürlich verschiedene Formen haben kann, die natürlich auch dazu führen kann, dass den V-Mann oder der V-Frau nicht nur sozusagen die Unterstützung im Rahmen der normalen Tätigkeit, das heißt sprich Geld, Entlohnung zukommt, sondern natürlich auch einerseits ein bisschen ein gewisser Schutz, andererseits aber auch Unterstützung in der politischen Arbeit. Was dort der Hintergrund gewesen ist, ist wahrscheinlich eine bestimmte Form des Wohlwollens, ist wahrscheinlich auch von dem V-Mann-Führer eine Form der Verstrickung, die über das normale Maß hinausgeht und die natürlich dafür spricht, dass, also muss ich ja vorstellen, ohne zu sagen, dass tatsächlich Neonazi-Strukturen und Verfassungsschutz im Sinne eines größeren Ziels zusammenarbeiten. Ja, das glaube ich nicht und dafür gibt es bisher auch keine Belege oder keine Anhaltspunkte dafür, aber dass natürlich im Einzelfall da auch gemeinsame Interessen bestehen, beziehungsweise der jeweilige V-Mann-Führer beziehungsweise die Abteilung auch ein Interesse hat, dass Neonazis ihre Ziele durchsetzen können oder bestimmte Straftaten begehen können oder bestimmte Szenen auch unterdrücken. Ich denke mal, das war so eine Art von Gefälligkeit für den V-Mann hier. Also es ging auch im Zusammenhang, ging es darum, dass sozusagen, das sind halt Daten aus Ermittlungsakten, Ermittlungsergebnisse weitergegeben, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also das, well, firstly, unfortunately, in our experience, almost nothing that states do does actually surprise us. But I think your question is why. Why are they doing this? And I think in our context, it's a question that's a lot easier to answer. The state had a very clear political objective in terms of what it was trying to do. It was trying to effectively, outside of its own laws, defeat the IRA. It had a political objective, and it was prepared to use other paramilitaries to do that. I think in your circumstance, it is less clear just exactly why the State Security Service is doing a lot of these things, including the particularly the issues around the NSA killings. It's difficult to see, is there an absolute ideological allegiance there? But I suppose one of the theories sometimes is that this whole type of system of using informants is deeply, deeply corrupt. States and security services like it because it gives them a degree of control over activities and manages any perceived threat against the state. And I'll say it again, if they regard certain types of people as not really being fully human, then the state maybe will be willing, or elements of it, to tolerate human rights violations against a particular group without taking action. And it's possible that there is a view sometimes with these types of informant running processes that such a priority is given to protecting the structure, protecting the informant, and protecting the system, that there's a great reluctance to intervene in anything that would obstruct that. And that's a very serious problem, because the outworking of that is always the strengthening of the threat, in this case the neo-Nazi threat, in our case the loyalist threat, and the strengthening of it against individual citizens. But to link it to the whole issue of racism and institutional racism, another big human rights violation that we suffered was the policy of internment, which means imprisonment without trial. During the 1970s, members of the nationalist community, almost exclusively, were rounded up without trial and without charge in big numbers. There was a knock on the door,
and they were taken away, again without charge and without trial, and for an indeterminate period. And as part of our peace settlement, there was very much a view among the human rights community and among a number of the political parties that this can't be allowed to happen again, that these types of emergency laws must be repealed forever so that no one can suffer a knock on the door and just be taken away without charge or without trial in this way. Now, it still happens, but there's no discussion about it. And why does it still happen? Because the people now doing this, the only state agency with the power to knock on a door and take someone away without trial and without charge for an indeterminate period, are immigration officers. And the only people who they take away by definition are non-European migrants. But non-European migrants are so demonized within official and media discourse that the general public is prepared to tolerate an abuse of their rights that it does not tolerate for even the nationalist community and other elements of the population. Now, I don't know to what extent that issue is relevant to this discussion, but I suspect it is. Da drüben sind weitere Fragen. Further questions over there. Also man müsste, um das Problem oder die ganze Sache nicht transparenter zu gestalten, Geheimdienste in weniger Geheim handeln und das sind ja noch Geheimdienste und stellt das System Geheimdienst an sich in einem demokratischen Rechtsstaat nicht ist Frage. Geheimdienste, den niemand kaufen kann, den ganzen Rechtsstaat nicht sehen. It's totally transparent, it's not a secret service anymore, so it's a contradiction. I think there is a way of meeting. Yes. Now, the word transparent was used. It's not necessarily transparency we need. Obviously, secret policing, covert policing, by its nature is not done publicly. It's a word, and I hope there's a direct translation, which is accountability. That there needs to be strict rules for what they can do. We need to know what those rules are. There's no reason for not publishing them. They're not operational details, they are rules. And there needs to be an independent body that oversees what they can do. That is something we have achieved with our police service to an extent, but not with the security service. And the battle goes on to make sure that they are also bound by the law and this level of accountability. We've not managed to achieve it, but I don't think it's impossible, in theory at least, to do. Also, ich würde sagen, es ist ein Widerspruch. Es ist nicht vereinbar mit einem demokratischen und halbwegs rechtsstaatlich verfassten Gemeinwesen oder Staat, weil natürlich bei Polizeiarbeit vielleicht noch ein bisschen anders, bei Geheimdienstarbeit, dass die kontrollierbar ist, dass die auch von einer unabhängigen Kommission in Gänze, also sämtliche Operationen, sämtliche Tätigkeiten überprüfbar sind, auf die Rechtmäßigkeit, die Akten vollständig einsehbar sind, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, so funktioniert ein Geheimdienst nicht, dann ist es kein Geheimdienst mehr. Ein Geheimdienst ist darauf angewiesen, dass er Sachen im Verdeckten macht, dass Sachen nicht öffentlich werden, und ein Geheimdienst ist eigentlich auch grundsätzlich darauf angewiesen, außerhalb des Gesetzes tätig zu werden. Deswegen sind bisher auch die gesetzlichen Bestimmungen für geheimdienstliche Tätigkeiten sehr schwammig, sehr oberflächlich. Die einzigen Überprüfungsmöglichkeiten sind die sogenannten G10-Kommissionen. Da müssten die Geheimdienste einen parlamentarischen Ausschuss,
der die Informationen, die er dort bekommt, nicht weitergeben darf, was auch nicht justiziabel ist. Dort müssen die Rechenschaft ablegen, aber wie gesagt, auch nur in Bezug auf Eingriffe ins Postgeheimnis und das Fernmeldegeheimnis. Ob diese Kommission tatsächlich alle Informationen bekommt, über sämtliche Aktivitäten der Geheimdienste in diesem Bereich informiert wird, kann man dahingestellt lassen. Man kann davon ausgehen, ohne dort größere Nachforschungen anstellen zu müssen, dass das natürlich nicht alles ist, was diese Geheimdienste machen. Es wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, so eine Untersuchungskommission, auch wenn sie natürlich naturgemäß, wenn man nicht über den grundsätzlichen Sinn und Zweck von Geheimdiensten diskutieren will, gegenüber rechenschaftspflichtig ist, wenn die bestimmte Rechte haben, wenn die Akten einsehen können, bei Geheimdiensten auch, wenn man davon ausgehen kann, dass diese Akten, die einsehbar sind, natürlich nicht die gesamte Arbeit abbilden werden, sondern der Geheimdienst dann parallel Akten anlegen wird, die nicht einsehbar sind, dass sie sich natürlich auf solche Überwachungsmethoden einstellen werden. Aber es wäre, wie gesagt, wenn man nicht die grundsätzliche Diskussion über Sinn und Zweck von Geheimdiensten bzw. des Verfassungsschutzes führen will, natürlich eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das andere mit diesem Ombudsmann, wir hatten das hier auch im RAV diskutiert, vorwiegend im Zusammenhang mit Polizeigewalt, also die Einführung einer unabhängigen Untersuchungskommission, nicht nur einer Beschwerdestelle, wie es teilweise gibt, sondern wirklich einer unabhängigen Untersuchungskommission, die gewalttätiges Verhalten bzw. Missverhalten, Fehlverhalten von Polizeibeamten überprüft, wo sich Bürgerinnen und Bürger hinwenden können, sagen können, sie sind Opfer von Polizeigewalt geworden, von unrechtmäßigen Durchsuchungen, von polizeilichen Übergriffen, und diese Stelle nicht nur dann diese Beschwerde weiterleitet, sondern auch eigene Eingriffsbefugnisse hat, Polizeibeamte vorladen kann, andere Zeugen vorladen kann, Akten einsehen kann, eigene Berichte schreiben darf. Natürlich keine eigene Anklagebehörde ist, das ist klar, aber das wäre so eine Möglichkeit, die ich mir aber eher vorstellen kann für Polizeiarbeit, für Geheimdienstarbeit, glaube ich, würde sowas eher ins Leere laufen. That was mentioned earlier in relation to possibly putting rules or limits on the use of undercover police following human rights guidelines at the European Union level. Because right now there are no restrictions or guidelines at the European level. The Times newspaper reported last week about the British undercover officer Mark Kennedy, who was in Berlin spying on people. We know from British scandals recently that undercover officers also had sexual relations, even with children, with people that they spied on or used. And across borders, like Mark Kennedy was here in Germany. At the same time, the German police have said in the parliament that having sexual relations is a no-go in Germany. So what happens then when these British cops come here and do what apparently they could get away with in England, but not here? I know that this issue's been brought up by members of the European Parliament in England, and there's no regulation, but what do you see as possibilities, or have you tried to make something happen at the European level? A focus at European level is generally with the Council of Europe, which oversees the European Convention on Human Rights, rather than necessarily the European Union. But I think yes is the answer, that what we do need is an international framework that applies to conduct and running informants. And if we can get that international framework, which doesn't exist at the moment, which is quite astonishing, that it doesn't exist, then at least, and an international framework that says informants can never be allowed to participate in, as agents of the state, what are effectively human rights violations, and to delineate what those are. If we can get that agreed at international level, that will help try and at least give us an instrument to be used at national level, and to be used in relation to those types of issues. But we're a long, 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 long away from anything like that happening. The discussion is barely beginning.
And most of the focus of the discussion is actually on the issues of mass surveillance. And that's a serious problem, but it seems to be more politically popular because that affects everybody. No one likes being spied on or having their emails read, etc. Whereas these types of covert policing techniques, which I think are a lot more serious in terms of human rights violations, tend to affect marginalized groups, either minority political groups, as in the cases you mentioned, which were environmental groups, green groups, and anti-racist groups, or migrant groups, or in our own context, the groups I've mentioned. Therefore, it doesn't tend to be such a big issue at either UN or European level. But the scandals that are emerging, not just here in terms of NSU, but the English cases and our own situation, and situation in, that's been detailed in Turkey and other places, mean that we do have a bit of an impetus for international work at the moment to try and get at least something started in that direction. I would like to come back to the principle of collusion. I would like to ask you how we could work with the principle of collusion on the level of the national law. For example, how did you try to work with the principle of collusion in the Northern Irish context? And what would that mean in the German context? What kind of possibilities would we have to take, for example, the informants to court or the members of the Secret Service when leading the informants to court? In terms of some of the tactics we used, when we suspected collusion, and I mean we, our own organization and a lot of the other lawyers and other organizations, sometimes we used complaints to the police ombudsman to investigate that, which is obviously not an option open to you. But sometimes we used civil litigation, that what would happen was that the lawyers of victims will go to court and effectively try and sue the government for compensation. It's not a criminal procedure, it's more like an administrative court, whereby they will claim that they suspect that the harm done to the victim was done by an agent of the state, and therefore the state is liable for the harm done, or that the and was also liable for the harm done by not investigating that. And what the benefit of those procedures sometimes is, sometimes you get a remedy, but quite often what you do get is information that shines a light on what went on and protects at least the right to truth, the right to know about what went on. So that's a method. I mean, in terms of using collusion, obviously in our own investigative reports and on things like that, we'd try and measure state conduct against the human rights instruments and against all the issues of state crime, but also against the measures of collusion, whether something constituted collusion. Sometimes we have had independent inquiries that have done that, although the most recent ones, the government changed the terms of reference so they couldn't comment on collusion because it's become such a powerful context. But sometimes, just to give an example of what happens when you can't get an official inquiry. And I mean, we try and push for these systems whereby you have an official inquiry, whereby an independent judge or an independent figure with power to call witnesses and get documents runs an inquiry that isn't a criminal case, it's one that effectively looks at the system and what it did and what it is likely to have done. Sometimes some of the groups, when they can't get that, have run their own inquiries, have run a community inquiry, which obviously has its limitations, but also its benefits. They look for an international lawyer or two or three or academics. They put them on a panel, and they effectively run what looks like a court hearing or what looks like an inquiry. Victims come to them, they give their testimony, it is recorded, and then they make their decisions
on the basis of what they've been told as to what extent it looks like there has been human rights violations. Now, all of this takes place without cooperation of the state, but if the state won't run an inquiry, it's often a very, very useful thing to do. Particularly as, with the passage of time, evidence disappears, people get older, et cetera, and it's best to do it as early as possible. But also, such reports can themselves be used as a tool to fight for a full official inquiry. But also, in the context, you will at least have some level of record of what happened. And I mean, we've heard a lot of information today about some of the issues around informants in the NSU cases. From my limited experience of the trial that I've seen and what I've read, I would suspect that whilst the individual defendants or some of them may well be convicted, that it looks like that process will probably avoid a critique of all of the informant issues and the way the system worked, which isn't an effective remedy. Just as in our case, the Pat Finucane case, it wasn't really about who pulled the trigger, it was about who pulled the strings. And therefore, all of the information that's been gathered through the trial process needs to be published and placed somewhere. All of the questions that weren't asked will need to be asked somewhere. And that might be a potential vehicle, if there is no other, to do that. Ja, wie sieht das in Deutschland aus? Also grundsätzlich ist natürlich jegliches staatliches Handeln, solange es irgendwie Bezug hat auf individuelle Rechte, auf Grundrechte, natürlich justiziabel, allerdings auch mit einigen Ausnahmen, aber in der Regel auch nur von denjenigen, die persönlich betroffen sind. Das heißt, wenn ich bestimmten Einsatz von V-Leuten oder von der Zusammenarbeit, von einer bestimmten Form von Collusion gerichtlich überprüfen lassen will, dann kann ich das nicht abstrakt machen, sondern natürlich nur, wenn ich selber davon betroffen bin, in meinen eigenen Rechten, in meinen eigenen Grundrechten. Wenn das der Fall ist, dann kann man das natürlich machen, dann kann man zum Verwaltungsgericht gehen und die Rechtswidrigkeit feststellen lassen, zum Beispiel V-Mann-Einsatz, Berliner Sozialforum wurde das gemacht, da ging es jetzt vorwiegend um die Daten, die da in dessen Folge gespeichert worden sind, aber jetzt auch, wenn man sich einen Einsatz der V-Frau in Hamburg anguckt, im Zusammenhang mit Schanzenviertel, mit der Roten Flora, auch dort wird zumindest im Zusammenhang, weil es halt relativ eindeutig ist, gerade gerichtlich überprüft oder zumindest in entsprechende Verfahren eingeleitet in Bezug auf den FSK, den Radiosender. Ich denke mal, da werden auch noch weitere Verfahren folgen, solange das oder sobald das umfassend aufgeklärt ist und man feststellen kann, wer eigentlich in welcher Form auch tatsächlich von dieser Arbeit betroffen ist. Das ist natürlich möglich. Genauso ist es möglich, wenn es dann auch zu einer Schädigung in welcher Form auch immer gekommen ist, staatshaftungsrechtliche Ansprüche in welcher Form auch immer geltend zu machen. Das Problem sind nicht vorwiegend die Rechtsmittel, die zur Verfügung stehen oder dass die ungenügend sind, sondern die Möglichkeit, die Sachen überhaupt aufzuklären bzw. es nachweisbar machen, dass hier ein tatsächlich verantwortliches Verhalten von staatlichen Stellen vorliegt, was auch tatsächlich einerseits zu einer Grundrechtsverletzung geführt hat, andererseits eine Schadensersatz- oder eine Schmerzensgeldpflicht auslöst. Wenn wir jetzt uns den NSU-Komplex angucken, wir wissen, das, was dort passiert ist, wäre ohne die Arbeit des Verfassungsschutzes, so wie sie stattgefunden hat, vor allen Dingen 98 in Thüringen, wärst du denen nicht gekommen. Wenn bestimmte Maßnahmen eingeleitet worden sind, die möglich gewesen wären, hätte es diese Entwicklung nicht gegeben. Was wir aber nicht genau wissen, ist genau, wie sind die Abläufe, wie war das konkrete Wissen, wer war an welcher Stelle verantwortlich und von was sind die eigentlich tatsächlich auch in dieser Form ausgegangen und bis zu welchem Punkt hatten sie eigentlich die Informationen. Und dort tatsächlich
entweder eine Behörde oder individuelle Personen in den Behörden, in den Sicherheitsbehörden verantwortlich zu machen für das, was ein paar Jahre später geschehen ist, ist nicht nur schwierig, sondern fast ein Ding der Unmöglichkeit, also das justiziabel zu machen. Anders sieht es aus, wenn man, und insofern unterscheiden sich natürlich auch diese Fälle, also hier geht es ja in den Nordirland-Konflikt, da geht es ja um ganz bewusste, konkrete Zusammenarbeit bei bestimmten Morden, bei bestimmten Anschlägen, eine Nachweisbarkeit auch, dass bestimmte Informationen nicht weitergegeben worden sind. So weit sind wir meines Erachtens nicht. Wenn wir aber so weit sind in bestimmten Fällen, dann ist das natürlich auch justiziabel. Noch weitere Fragen? Ich möchte noch mal die Frage des Warum. Warum tauchen das Schattenkommandanten auf? Also warum wurden Antifaschisten angegriffen, natürlich auch Menschen, die rassifiziert sind, mögen mehr Menschen mit Migrationshintergrund sein? Es gibt eine Theorie, dazu gibt es Forschung, die nennt sich die Strategie der Spannung. Also das besagt, dass Politiker oder Menschen Staaten bewusst oder geheimdienstbewusst Strategien der Spannung erzeugen, die politische Agenten umzusetzen. Sehr sicher umstritten. Das wird zum Beispiel auch in Zusammenhang mit der Türkei, also diskutiert, bis hin zu Gladio in Italien. Und Leute, die das auch ähnliche Sachen in Mitteleuropa, Deutschland auch sehen, beispielsweise noch Martin hat, auch Oktoberfest in München und so weiter. Und so. Was halten Sie davon? Also in dem Zusammenhang NSU auf Irland, würde mich mal interessieren, sehen Sie da so ein Potenzial, in Germany by was wäre Politik der Staat, um halt injured, von mir aus Neoliberalismus oder politische Gegner ausschalten, aber auch die Bevölkerung, die übrige Bevölkerung abzuziehen, um halt Ängste zu schüren, unliebsame Gesetze oder Ich gebe mir da vollkommen recht. Also es ist bekannt, die Strategie der Spannung wurde angewandt. Italien in den 70er bzw. 80er Jahren war das Usus bei dem staatlichen Umgang mit bestimmten Formen von linken Bewegungen. Wir kennen es aus der Türkei zum Teil, bin ich kein Experte, will ich gar nichts dazu sagen. Wir wissen auch, dass es diese Gladio-Strukturen gab, also so illegale Strukturen, bestehend aus Geheimdiensten, teilweise Rechtsextremisten, teilweise aber auch organisierter Kriminalität, deren Ziel oder deren Aufgabe es war, im Falle eines Einmarsches der Roten Armee und der sonstigen Ostblockstaaten hinter den Linien sozusagen kleine Partisaneinheiten, antikommunistische Partisaneinheiten aufzubauen. Ich sehe aber zwischen diesen Erkenntnissen, diesen Erfahrungen und auch dem Wissen über diese Strukturen sehe ich keine Verbindung eigentlich zum NSU. Also ich sehe kein staatliches Interesse, nachvollziehbares staatliches Interesse daran, dass diese Taten, die der NSU begangen hat, stattfinden sollten und dass es in irgendeiner Form einem staatlichen Interesse entsprach. Die Frage Durchsetzung Neoliberalismus, ich glaube, dazu bedarf, wo durfte es weder irgendeines Form von Terrors noch des Mordes an 9 Migrantinnen, 2 Bombenanschlägen und dem Mord an einer Polizistin. Der Neoliberalismus wurde zumindest in Deutschland, mal abgesehen von ein paar Demonstrationen, relativ geräuschlos und ohne größeren Widerstand durchgesetzt. Ich glaube eher, und das ist das, was ich am Anfang sagen wollte, dass das, was wir hier erleben, eher ein Ausdruck ist der Besonderheit oder der sozusagen ist eine grundlegende Eigenschaft der Zusammenarbeit
zwischen Neonazi-Szenen und Verfassungsschutz. Dass, wenn man anfängt, dort V-Leute anzuwerben, V-Leute zu führen, Informationen zu bekommen, in den Glauben, dadurch diese Nazi-Szene führen zu können, dann weiter zu wollen, mehr Informationen zu bekommen, die Leute höher, verantwortlicher zu sehen, zu gucken, was passiert. Was passiert, wenn auch diese V-Leute radikaler werden, wenn sie über bestimmte Sachen sprechen, wenn sie bestimmte Sachen forcieren. Waffen, Anschläge, bestimmte Diskussionen, Gang und Untergrund diskutieren. Und wenn dann, vielleicht ist es so gewesen, in dem Fall der drei, die dann tatsächlich gezwungen werden oder sich entscheiden, in den Untergrund zu gehen, zu gucken, was passiert, an wen wenden die sich, wer sind sozusagen dann die Unterstützer, wer ist offen für sowas, was passiert, und das einfach laufen lassen. Und solange sie ein paar Raubüberfälle begehen, sich ihre Opfer in der migrantischen Community suchen, stellen sie auch für den Verfassungsschutz vielleicht nicht das Problem dar, vielleicht nicht das Problem, um dort tatsächlich einzugreifen, das zu stoppen. Irgendwann ist es vielleicht auch schwierig zu stoppen, zu sagen, okay, wir lassen die jetzt auffliegen, weil dann die Gefahr besteht, das Wissen, was der Verfassungsschutz über diese Entwicklung hatte, dann öffentlich wird. Sie ihre eigene Arbeit in Frage stellen müssen und das dann einfach laufen lassen. Und erst dann der Punkt kommt, wo dann tatsächlich auch eine Staatsgefährdung eintritt. Und das, glaube ich, auch das ist der Unterschied. Und man kann das auch in der Vergangenheit sehen, wenn Nazis sich entschlossen haben, gegen den Staat zu kämpfen, war auch der Verfassungsschutz eher bereit, diese Informationen weiterzugeben, beziehungsweise wurden auch relativ schnell entsprechende Strafverfolgungsmaßnahmen angeleitet. Und man sieht es auch in Bereichen jetzt links, beziehungsweise jetzt auch bei islamistischen Organisationen, dass dort diejenigen, die betroffen sind von dieser Politik, von den Aktionen, eher der Staat, Institutionen, Behörden sind und das natürlich eine ganz andere Gefährdungslage auch für den Verfassungsschutz darstellt, eine ganz andere Einschätzung, ganz andere Folgen nach sich zieht, als wenn Flüchtlingsheime abgebrannt wird, Migranten ermordet werden oder Antifas angegriffen werden. Das ist einfach eine andere Gefährdungslage, da ist ein anderes Interesse dahinter, das kann man eher laufen lassen als bestimmte Sachen, wo es dann tatsächlich um, in Anführungsstrichen, das Staatswohl geht. Deswegen glaube ich nicht, dass auch wenn es darüber viele Theorien gibt und viele Bücher und Artikel darüber geschrieben worden sind, wie der NSU in so eine Gladio-Struktur reinpasst, dass es von dem, was dort gemacht worden ist und was wir bisher dort wissen, irgendwelche Anhaltspunkte gibt, dass es da einen Zusammenhang gibt, beziehungsweise das eine die Blaupause für das andere war. Es gibt jetzt noch zwei Wortmeldungen in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit und der Beanspruchung unserer Übersetzerin würde ich vorschlagen, dass wir es dabei dann belassen. Ich habe eine Frage. Meine Frage ist an Daniel. Meine Frage ist an Daniel. Mich würde interessieren, ob du irgendwelche Ideen, Vorschläge, Empfehlungen für uns hast in unserer Situation, aus euren Erfahrungen, die ihr gelernt habt. Coming from your experiences, what we should do. What should we do? Okay. Well, I've mentioned a number of possible. The question was, do I have any suggestions as to what could be done in relation to the NSU cases based on the experience in Northern Ireland, was the question. Yeah, okay. I've mentioned some of the things. One of the things is that if it's impossible to get an official inquiry, I know there's been a parliamentary inquiry, but it was limited to the extent examined the role of the security services and informants. I would not discount the possibility of conducting a community inquiry whereby you get an international panel of jurists or lawyers or academics, whoever is willing to volunteer to do that,
and you let them hear the evidence that you have, some of which Pierre has let out about the involvement of informants, and they do up, and you let them listen to victims, obviously you'd have to do that in a way that didn't involve the undue re-traumatization of victims. All of these things have to be considered. But then at least you would have a report with a degree of independent legitimacy that could be used to push for further official remedies or to internationalize the issue. Internationalizing the issue has been very successful in our case. We are fortunate that we have a fairly powerful diaspora of Irish citizens in other places, whether it's London or New York, etc. That has helped Northern Ireland internationalize some of these issues. Obviously, in this instance, there is the issue of given the Turkish citizens, either the Turkish state or indeed the Turkish, which, and I know a lot of that will be about the politics of Turkey and Germany at the moment, but even of institutions in Turkey who may wish to use this as an international lever. What we have always done, though, is taken these type of issues to the United Nations bodies. And that has proved incredibly helpful for us in raising the issues on an international stage. Germany will be examined by the UN for its commitments under the different treaties. I assume Germany has signed the majority of United Nations conventions. The UN Convention on Civil and Political Rights is certainly somewhere whereby this issue could be taken. And they're used to dealing with this type of issue from our own circumstance. And when we say something, we've a small voice. But when you manage to facilitate the UN saying something, the UN Human Rights Committee, it helps increase the pressure on the state. The UN Committee for the Elimination of Racism would also be another arena in which these issues could be taken. They are unfortunately not unique, and it would be another forum where that could be reported. The Council of Europe, European Commission for the Elimination of Racism and Intolerance, is another independent commission that could also look into these issues. But if the domestic legal remedies become exhausted without getting to examine the question of who pulled the strings, without getting to examine the question of the role of covert policing and informants properly, it might be the time to seriously consider taking a case to the European Court of Human Rights over some of these issues under Article 2, procedural rights to effective independent investigations, under rights to an effective remedy, etc. There are very few cases taken against Germany. So it might be time for one. Okay, das war jetzt vielleicht ein so schönes Schlusswort, dass jetzt auf die letzte Frage verzichtet wird. Ganz herzlichen Dank, Daniel und Peer, für eure Expertise heute Abend. Ganz herzlichen Dank an Heike und Miriam für die Übersetzung.